Hallo Freunde, in dieser Videoreihe geht es ausschließlich um Anfängervideos. Eingeleitet wird diese Reihe mit dem Video, ihr seht es schon, was ist eine Barlow-Linse und wie funktioniert sie? Bleibt unbedingt bis zum Ende vom Video dran, denn am Ende gibt es einen Tipp, wie ihr die perfekte Barlow für euer Teleskop findet. Fangen wir aber einfach mal an. Die Barlow-Linse wurde nach ihrem Erfinder Peter Barlow benannt. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Zerstreuungslinse. Das Gegenteil einer Barlow-Linse ist damit eine Sammellinse. Früher nannte man diese noch Shapley-Linse. Heute sagt man dazu einfach nur Reducer. Dazu folgt auch noch ein eigenständiges Video. Eine Barlow-Linse ist per Definition ein Okular, zumindest solange wir es visuell nutzen. Nutzen wir eine Barlow-Linse fotografisch, ändert sich da ein bisschen was. Dazu kommen wir aber später noch drauf zu sprechen. Doch wie genau funktioniert das jetzt mit der Barlow-Linse? Schauen wir uns dafür mal eine hochprofessionelle, mit modernster 3D-Technik erstellte Grafik im Programm Paint an. Hier sehen wir ein Linsenteleskop und eine Barlow-Linse. Lasst mich euch kurz den Aufbau dieser extrem vereinfachten Grafik erläutern. Die lila Linien sind unser Licht von zum Beispiel dem Planeten Jupiter. In den Linsen wird das Licht gebrochen und auf einen bestimmten Punkt gelenkt. Dieser Punkt ist der sogenannte Brennpunkt. Er ist der Punkt, an dem sich auch der Fokus befindet. Setzen wir jetzt eine Barlow-Linse ein, hier dargestellt durch eine simple Konkavlinse, passiert etwas ganz Interessantes. Die Konkavlinse, die, wie wir bereits gehört haben, auch Zerstreuungslinse genannt wird, tut genau das mit dem Licht. Sie zerstreut es auf eine größere Fläche und verschiebt damit den Brennpunkt nach hinten, dargestellt mit den orangenen Linien. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass je nachdem, wo sich die Barlow-Linse im Strahlgang des Lichts befindet, der Effekt unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Haben wir zum Beispiel eine Zweifach-Barlow, dann können wir diese tatsächlich, je nachdem wie weit wir die Barlow in den Okularauszug bringen, zu einer 1,5-fach-Barlow oder wenn wir sie weiter rausziehen, zu einer 2,5-fach-Barlow machen. Der Wert auf der Barlow-Linse ist jedoch der vom Hersteller empfohlene Wert, da nur mit diesem Wert ein Optimum an Schärfe, Kontrast und Abbildungsleistung erzielt werden kann. Es gibt aber spezielle Barlow-Linsen, die modular aufgebaut sind und ähnlich wie bei einem Zoom-Objektiv verschiedene Vergrößerungen zulassen. Gut, dann wissen wir jetzt im Groben, wie so eine Barlow-Linse funktioniert. Es gibt aber visuell und fotografisch so den ein oder anderen Unterschied. Schauen wir uns das einmal genauer an. Benutzen wir eine Barlow-Linse visuell, manipuliert sie die Brennweite unserer Okulare. Zu diesem Thema folgt ebenfalls noch ein eigenständiges Video. Halten wir dieses Thema also kurz und knapp. Okulare besitzen eine Angabe in Millimetern. Das ist ihre Brennweite. Je kleiner die Zahl, desto größer die Vergrößerung. Klingt unlogisch, lässt sich mit dieser Formel aber sehr gut erklären. F steht dabei einmal für F-Objektiv, das ist sozusagen die Brennweite des Teleskops, und einmal F-Okular, das ist quasi die Brennweite des Okulars. V ist hierbei die Vergrößerung. Die Formel lautet wie folgt. V ist gleich F-Objektiv durch F-Okular. Ein kleines Beispiel mit unserem Newton. F ist hier bei 750 mm. Benutzen wir mal ein 5 mm Okular und ein 25 mm Okular. In der ersten Formel setzen wir also ein, 750 durch 5 ist gleich V150, 150-fache Vergrößerung. In der zweiten Formel 750 durch 25, V30, also nur eine 30-fache Vergrößerung. Benutzen wir jetzt eine Barlow-Linse mit dem Faktor zweifach, manipulieren wir die Brennweite des Okulars. Der Faktor 2 macht aus einem 10 mm Okular ein 5 mm Okular. Nehmen wir jetzt unsere oberen beiden Okulare, sehen wir den Einfluss einer Zweifach-Barlow auf die Vergrößerung. 750 mm durch Klammer auf 5 durch 2 ist gleich V300. Lass es mich kurz einmal erklären. 750 mm durch die 5 mm, da wir aber eine Zweifach-Barlow benutzen, halbiert sich nochmal die Brennweite des Okulars, sodass wir effektiv auf 2,5 kommen. Das ergibt einen Vergrößerungsfaktor von 300. 750 durch 25 durch 2 ist gleich Vergrößerungsfaktor 60. Mit einer Dreifach-Barlow wäre der Wert entsprechend höher. Jetzt könnt ihr aber dank dieses Beispiels ausrechnen, wie groß die Vergrößerung für euer Teleskop ist. Diese Manipulation klingt ja erstmal wirklich toll, bringt aber einige Nachteile mit sich. Der erste Nachteil ist, dass sich jeder Abbildungsfehler bei der Verwendung einer Barlow-Linse mit verstärkt. Das zweite Problem ist, habt ihr keine gute Barlow-Linse, bringt ihr damit eventuell sogar noch andere Bildfehler ins Bild, zum Beispiel chromatische Aberration, sphärische Aberration und auch allgemein die Schärfeleistung einer billigen Barlow ist einfach nicht so hoch wie die einer hochwertigen. Und natürlich noch das dritte, der Klassiker. Selbst wenn ihr eine gute Barlow-Linse habt, dann bringt ihr euch nur etwas, wenn ihr auch wirklich ein hochwertiges Okular habt, weil sonst würdet ihr wieder den Okularfehler verstärken. Deswegen gilt die Regel, wenn eine Barlow-Linse,
dann nur eine hochwertige und dann auch nur in Kombination mit einem wirklich hochwertigen Okular. Das vierte Problem ist, dass ihr ab einer gewissen Vergrößerung keinen Mehrwert mehr aus dieser Vergrößerung zieht, da einfach die Auflösungsleistung eures Teleskops zu begrenzt ist. Dazu kommen wir später nochmal zu sprechen. Und der fünfte Nachteil: Das Sichtbare wird schlichtweg einfach dunkler, da sich visuell die Austrittspupille immer stärker verkleinert und gerade dunkle Objekte nicht mehr oder nur noch sehr schwach sichtbar sind. Schauen wir uns, bevor wir zum Bonustipp kommen, noch eben den fotografischen Faktor genauer an. Dabei können wir gleich noch die Frage klären: Kann man mit einer Barlow-Linse Deep Sky-Fotografie betreiben? Zunächst einmal spricht man im fotografischen Kontext nicht mehr von einer Barlow-Linse, sondern von einem Fokalextender, Teleextender etc. Auch ich sage im fotografischen Sinne Barlow dazu. Auch wenn es streng genommen eigentlich gar nicht korrekt ist. Im fotografischen Bereich spielt die Austrittspupille keine Rolle. Hier dreht sich alles um die Blende. Dabei ist eine kleine Blendenzahl wie zum Beispiel f2.8 lichtstärker als f4. Die Blende ist aber niemals der Grund für ein dunkles Bild. Ebenso wenig wie die ISO-Schuld an einem verrauschten Bild ist. Dazu folgt in Zukunft auch nochmal ein Video. Die Blende ist nur die Konsequenz unserer physikalischen Größen. Genauer die Größen Öffnung und Brennweite. Je geringer die Brennweite bei fester Öffnung, desto kleiner die Blendenzahl und folglich desto heller das Bild und umgekehrt. Je größer die Brennweite bei gleicher Öffnung, desto dunkler ist das Bild. Aber warum ist das so? Dafür müssen wir erstmal ein bisschen um die Ecke denken. Später werde ich es einfacher erläutern. Doch nun ist es wichtig, zum Verständnis genau aufzupassen. Jedes Licht, ob nun am Tage oder in der Nacht, ist ein sogenanntes Signal, das auf unseren Sensor trifft. Je heller die Lichtquelle, desto stärker das Signal. Vergrößern wir jetzt unsere Öffnung des Teleskops, kann mehr von dem Signal unseren Sensor treffen. Folglich ist für die Menge an Signal unsere Teleskopöffnung entscheidend. Ein 10 Zoll Newton sammelt wesentlich mehr Licht ein als ein 6 Zoll Newton in der gleichen Zeit. Nun kommt aber die Brennweite ins Spiel. Und wer bei der Barlow-Linse vorhin aufgepasst hat, der kennt die Antwort bereits. Je mehr wir die Brennweite vergrößern, desto stärker zerstreuen wir das Licht. Der Vorteil liegt auf der Hand. Das Objekt wird größer, aber der Nachteil, der schon visuell anhand der kleineren Austrittspupille aufgefallen ist, trifft auch fotografisch zu. Denn das Signal bleibt gleich, wird aber auf eine viel größere Fläche gebündelt. Das Bild ist also deshalb dunkler, weil wir unser vorhandenes Signal auffächern. Stellt es euch am besten mit eurer Smartphone-Taschenlampe vor, die ihr an eine Wand richtet. Das Signal und die Öffnung sind hier das Licht eurer Taschenlampe und die Brennweite die Entfernung zur Wand. Die Wand selber ist dabei euer Sensor. Je näher ihr an die Wand geht, desto heller ist dieser Lichtpunkt, aber desto kleiner ist er auch. Je weiter ihr euch von der Wand entfernt, desto größer wird das entsprechende Licht, aber es wird auch immer dunkler. Ich denke, dieses Beispiel sollte ausreichend sein, um dieses doch recht komplexe Thema möglichst einfach zu erklären. Es gibt sogar eine Formel zur Berechnung dieses Phänomens. Bevor wir aber auf diese eingehen, schauen wir uns erstmal noch eben die Problematik mit der Blende an. Hier ist es so, dass wir uns erst einmal verdeutlichen, was mit unseren 750 mm und der Blende f5 passiert, wenn wir eine Zweifach-Barlow verwenden. Die Brennweite wird ebenso wie die Blende verdoppelt. Also haben wir mit der Zweifach-Barlow eine Brennweite von 1500 mm und eine Blende von f10. Jetzt wäre es ja naheliegend, dass wir dann ja nur doppelt so lang belichten müssen wie zuvor. Aber leider ist es ein bisschen komplizierter. Ich erspare euch hier den wissenschaftlichen Kontext und vereinfache es so gut wie möglich. Pro Blendenstufe müssen wir doppelt so lange belichten. Von f5 nach f10 sind es zwei Blendenstufen, nämlich f5, f7,5, f10. Damit vervierfacht sich unsere Belichtungszeit bei der Verwendung einer Zweifach-Barlow. Mit einer Dreifach-Barlow wären es damit die 9-fache Belichtungszeit, einer Vierfachen die 16-fache und mit einer Fünffachen die 25-fache Belichtungszeit. Wer sich damit schwer tut, dieses Phänomen zu verstehen, braucht nicht verzagen. Für diejenigen habe ich hier eine simple Kalkulation, um diese abstrakten Werte besser zu verinnerlichen. Ihr benötigt nun euren anfänglichen Blendenwert. Bei mir ist das f5. Nehmen wir nun eine Zweifach-Barlow als Beispiel, können wir die Belichtungszeit ganz einfach errechnen, die wir nun mehr belichten müssen, um die gleiche Helligkeit zu erhalten. Dazu müssen wir den anfänglichen Blendenwert und den durch die Barlow neu erzeugten Blendenwert nur ins Quadrat nehmen, also 5 hoch 2, oder einfacher ausgedrückt 5 mal 5 für den ursprünglichen und 10 mal 10 für den Wert mit der Barlow-Linse. Nun teilen wir den Barlow-Wert durch den Ursprungswert und erhalten eine Zahl. Diese Zahl sagt aus, wie lange wir mehr belichten müssen. In diesem Falle also 10 mal 10 gleich 100, 5 mal 5 gleich 25, 100 durch 25 ist gleich 4 mal länger belichten. Mit einer Dreifach-Barlow sind es demnach 9 mal und so weiter.
Ihr seht, es ist für die Mond- und Planetenfotografie nicht weiter schlimm, eine Barlow zu verwenden, da wir hier E-Videos aufnehmen und durch diese verlängerte Belichtung meist einfach den Gain oder die ISO erhöhen können. Warum wir überhaupt Videos in der Mond- und Planetenfotografie aufnehmen, habe ich in diesem Video näher erläutert. In der Deep-Sky-Fotografie aber sieht es schon ganz anders aus. Hier fotografieren wir stundenlang ein einziges Objekt, um unser Signalrauschverhalten zu optimieren und eine möglichst tiefe Aufnahme dieser super lichtschwachen Gebilde zu erhalten. Nur zur Wiederholung. Eine Stunde mit F5 entspricht 4 Stunden mit F10 und eine Stunde mit F2.8 entspricht 4 Stunden mit F5.6. Das bedeutet kurz und knapp, ja, man kann mit einer Barlow-Linse Deep Sky Fotografie betreiben, aber es lohnt sich schlichtweg nicht. Erstens mal würde es viel zu lange dauern, um überhaupt die nötige Belichtungszeit zu sammeln. Dann muss das Guiding wirklich top funktionieren, denn ihr tut ja nicht einfach nur das Objektgröße machen, ihr verdoppelt ja die Brennweite. Damit muss auch das Guiding entsprechend deutlich besser sein. Und das bedeutet, dass ihr im Zweifel sogar eure Einzelbelichtungszeiten reduzieren müsst, damit sogar mehr Daten hättet. Es sind also alles wirklich viele Nachteile, die wirklich gegen die Benutzung einer Barlow-Linse in der Deep-Sky-Fotografie sprechen. Da bietet es sich eher an, ein größeres Teleskop mit einer entsprechend größeren Öffnung und einer größeren Brennweite zu besorgen. Kommen wir zum Abschluss jetzt noch eben zu meinem Bonustipp, nämlich welche Barlow-Linse für euer Teleskop das Richtige ist. Denn es ist tatsächlich so, dass man nicht pauschal sagen kann, eine 5-fach-Barlow-Linse wäre besser als eine 3-fach- oder eine 2-fach-Barlow-Linse. Es ist wie so oft wirklich kompliziert und im allerschlimmsten Fall holt ihr euch eine teure 5-fach-Barlow-Linse, könnt mit der aber gar nichts anfangen, weil euer Teleskop dafür gar nicht ausgelegt ist. Schauen wir uns an, worauf es dabei ankommt. Dabei gehen wir erst auf das Visuelle und danach auf das Fotografische ein. Entscheidend hierbei ist die sinnvolle Auflösung unseres Teleskops. Das Thema wird in einem anderen Video nochmals zur Genüge besprochen werden. Wir beschränken uns hier einfach mal auf die Mathematik dahinter. Bedeutet im Klartext, dass unser Newton mitsamt Okular und Barlow diesen Wert nicht überschreiten darf. Wird der Wert überschritten, wird das Bild zwar größer, aber nicht mehr schärfer. Eher das Gegenteil ist der Fall, da wir durch jede weitere Vergrößerung keine Details mehr dazu bekommen, sondern nur die bestehenden weiter vergrößern. Dazu kommt dann auch noch, dass das Bild ja auch immer dunkler wird. Diese Formel zur Berechnung der optimalen Vergrößerung ist in diesem Falle heranzuziehen. V optimal ist gleich Öffnung durch 0,7 mm bzw. V minimal mal 10. Woher nun diese 0,7 stammen und wie man die V-min errechnet, das folgt im Video zu den Okularen. Hier müssen wir, um Verwirrungen zu verringern, diese Werte einfach akzeptieren. Setzen wir einmal die Werte für unseren Newton ein und errechnen die optimale Vergrößerung. 150 durch 0,7 ist gleich 214,28-fache Vergrößerung. Nun können wir einfach ein wenig mit den vorher gelernten Formeln herumexperimentieren. Ohne Barlow und 5mm Okular haben wir folgende Formel. 750mm, unser Teleskop, durch die 5mm des Okulars entsteht eine 150-fache Vergrößerung. Mit einer 2-fach-Barlow und dem 5mm Okular entsteht eine 300-fache Vergrößerung. Mit 3-fach-Barlow und 10mm Okular landen am Ende bei 225-facher Vergrößerung. Wir merken also, dass ein 10mm Okular und eine 3-fach-Barlow-Linse in der Theorie am ehesten der optimalen Vergrößerung entsprechen. Damit entspricht das 10mm Okular übrigens exakt einem 3,3mm Okular. Das perfekte Okular für unser Teleskop wäre übrigens ein 3,5mm Okular. Denn 750 durch 3,5 sind wieder die 214,28-fache Vergrößerung. Also die perfekte, optimale Vergrößerung für unseren Newton. Nehmt diese Werte aber bitte nur als Referenz. In den meisten Nächten wird die sinnvolle Vergrößerung deutlich geringer sein, da uns das sogenannte Seeing einen Strich durch die Rechnung machen wird. Zu diesem Thema folgt ebenfalls noch ein eigenes Video. Nur so viel vorweg. Durch das Seeing wird die Auflösung bedingt durch die atmosphärische Unruhe stark eingeschränkt und Details, die wir ohne Atmosphäre sehen würden, verschwimmen und wirken unscharf. Aber hier sehen wir einmal deutlich, dass wir visuell mit einer 5-fach-Barlow an unserem 150p keinen wirklichen Gewinn haben werden. Jedes Okular mit einer Brennweite unter 17,5mm wird in Verbindung mit einer 5-fach-Barlow keinen Mehrwert liefern, denn 3,5 mal 5 ist gleich 17,5. Und jedes Okular mit einer Brennweite unter 10,5mm wird uns in Verbindung mit einer 3-fach-Barlow keine Qualitätssteigerung mehr bringen können, denn 3,5 mal 3 ist gleich 10,5.
Viel sinnvoller wäre es, wie vorhin schon erwähnt, ein Okular zu nehmen, das exakt 3,5 mm hat. Das hat auch meistens einfach mehr Nutzbarkeit als die Okular-Barlow-Linsen-Kombination. Denn mit jedem Glaselement, das ihr in euren Lichtweg reinbringt, verstärkt ihr Reflexionen, die Absorption wird erhöht, der Kontrast leidet, die Schärfeleistung leidet. Und wie schon vorhin gesagt, wenn ihr nicht wirklich hochwertige Okulare und hochwertige Barlows habt, dann rentiert sich dieser Sprung billige Barlow, gutes Okular oder gute Barlow, billiges Okular einfach in keinem Falle. Ihr werdet keinen Nutzen davon haben. Und meistens ist es tatsächlich so, dass ein wirklich gutes, hochwertiges Okular nicht so teuer ist wie ein gutes Okular und eine gute Barlow. Ihr seid also eigentlich immer besser dran, wenn ihr euch visuell eine Handvoll wirklich guter Okulare aussucht. Eine kleine Hilfestellung dazu liefert mein Video zu den Okularen. Werfen wir noch einen Blick auf die fotografische Nutzung und welche Barlow bzw. welcher Focal Extender für euch eher geeignet sein wird. Ich sage es aber gleich vorweg, fotografisch ist das Ganze noch viel, viel komplizierter als visuell. Aber ich versuche es dennoch möglichst verständlich und vor allem auch einfach zu erklären. Fangen wir einfach mal an. Jetzt müssen wir zunächst das Auflösungsvermögen A in Bogensekunden unseres Teleskops ermitteln. Die Formel geht wie folgt. Auflösungsvermögen A in Bogensekunden ist gleich 138,6 durch die Öffnung in Millimetern. Also bei unserem 150p 138,6 durch 150. Das entspricht 0,924 Bogensekunden. Um nun annähernd eine runde Form zu erhalten, werden zumindest einmal 3 Pixel benötigt. Mehr dazu im Seeing-Video. Mit diesen 3 Pixeln können wir nun die Bogensekunden je Pixel für unser Teleskop errechnen. Die Kalkulation ist dabei ganz simpel. Bogensekunde je Pixel ist gleich Auflösungsvermögen durch 3, also die Pixel. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, 0,924 durch 3 ist gleich 0,308 Bogensekunden je Pixel. Jetzt endlich können wir eine Formel benutzen, um die Barlow-Linse zu kalkulieren, die für unser Teleskop in Frage käme. Hierfür benötigen wir aber noch die Pixelgröße unserer Kamera. In meinem Falle sind das bei der ASI 585MC 2,9 Mikrometer. Nun müssen wir die Werte, die wir kalkuliert haben, nur noch eintragen. 0,38 Bogensekunden ist gleich 206 mal 2,9, die Pixelgröße, durch F, die maximal sinnvolle Brennweite bei einem Seeing von 3 Bogensekunden. Um die Formel so umzustellen, dass wir F erhalten, müssen wir Folgendes machen. 206 mal 2,9 durch die 0,308. Dadurch erhalten wir entsprechend 1939,6 mm, beziehungsweise wieder mit der Ursprungsformel 0,308 Bogensekunden ist gleich 206 mal 2,9 durch 1939. Das bedeutet, dass wir bei dieser Pixelgröße und unserem Spiegeldurchmesser bzw. unserem Auflösungsvermögen keinen Vorteil haben, wenn wir bei durchschnittlichem Seeing über 1940 mm gehen werden. Machen wir noch eben eine Beispielrechnung für eine DSLR-Kamera mit 4,3 Mikrometern, wie zum Beispiel die 600D. 206 mal 4,3 durch 0,308 sind gleich 2876 mm. Aber was sagt uns jetzt diese Formel? Ganz einfach. Haben wir eine Planetenkamera wie die ASI 585MC, wird uns eine Dreifach-Barlow, also 750 mal 3, 2250 mm, mehr als nur ausreichen und fast schon zu viel sein. Während bei einer DSLR oder einer Deep Sky Kamera eine Vierfach-Barlow mehr als genug wäre. Unterm Strich kann man also sagen, dass die Verwendung einer Fünffach-Barlow für mein Teleskop zumindest in Deutschland einfach keinen oder kaum Sinn macht. Kaum auch nur deshalb, weil es immer wieder diese kurzen, klaren Momente gibt, in denen das Seeing für Sekundenbruchteile bei weniger als 3 Bogensekunden liegen wird. Es wird aber wohl kaum so gering werden, dass sich der Einsatz einer 5-fach-Barlow mit DSLRs oder Astro-CCDs lohnen wird. Immerhin würden wir einen Sensor mit ca. 5,6 Mikrometer großen Pixeln benötigen, um noch einen Mehrwert aus einer 5-fach-Barlow zu ziehen. Die Konsequenz, was passiert, wenn wir nun doch eine 5-fach-Barlow nehmen? Die müssen wir nun alle mittlerweile kennen. Die Details selber wachsen nicht mehr mit. Es werden die vorhandenen einfach stärker aufgezogen. Damit wirken die Details, die wir haben, einfach nur verwaschender. Mit dem Nachteil, dass das Bild sogar dunkler wird. Die einzige Möglichkeit, aus einer 5-fach-Barlow-Linse in Verbindung mit der ASI 585MC einen Mehrwert zu ziehen, wäre es, die Öffnung zu verändern. Denn die Öffnung ist automatisch auch ausschlaggebend für die maximale Auflösung unseres Teleskops. Je größer der Spiegel, desto höher ist die Auflösung. Genau das ist der Grund, warum Planetenteleskope so riesengroß sind.
denn sie kombinieren eine wirklich große Öffnung mit einer sehr, sehr großen Brennweite, um das Rayleigh-Kriterium zu erfüllen. So, und wer bis hierhin geschaut hat, der weiß nun alles Notwendige zum Thema Barlow-Linse. Als Extra-Bonus obendrauf gibt es in der Videobeschreibung eine PDF zu den ganzen Formeln, die in diesem Video vorgekommen sind. Dann würde ich aber sagen, das war's erstmal für heute. Ich hoffe, euch hat der erste Teil dieser neuen Videoreihe gefallen. Ich hoffe, ich habe alles verständlich ausgeführt. Und sollte ich mich verrechnet haben irgendwo, bitte schreibt es in die Videobeschreibung. Kommentare und klärt mich auf. In dem Sinne wünsche ich euch allzeit Clear Skies und hoffentlich bis zum nächsten Mal.